Wettershow. Und da nehme ich Sie natürlich gleich wieder mit durch Österreich, denn wir werfen einen Blick über unsere Wettercamps und Sie sehen auch gleich, in weiten Teilen Österreichs geht die Sonne schon mit auf. In Gumpoldskirchen lässt sich ein wirklich angenehmer Morgen hier ganz entspannt verbringen. In Ischgl, auch das lädt tatsächlich zum Wandern ein, obwohl es hier gerade auch in den Nachmittagsstunden deutlich mehr Niederschlag geben wird. Und auch in Obertauern lässt es sich hier sehr, sehr gut aufstehen. Und wir werfen von Obertauern jetzt einen Blick nach Spielberg und werden auch dann noch in Turach vorbeischauen. Also Sie sehen, egal wo man heute hinblickt, jetzt gerade ist es noch überall trocken und man darf sich über die ein oder anderen Sonnenstrahlen auch freuen. In Europa sieht man, es wird teilweise etwas wärmer wieder. Gerade in Madrid gibt es endlich wieder über 30 Grad, heute mit 31 Grad, auch Bukarest mit 33 Grad, Rom und Wien 27 Grad. Und wir blicken natürlich auch nach London. Dort sind es nur 19 Grad, aber vielleicht ist das ja fürs Kicken auch besser. Die Österreichkarte macht uns ganz deutlich, in Bregenz ziemlich kühl mit 20 Grad, etwas wärmer in Salzburg mit 21, sowie in Linz und in Zwettl. Etwas wärmer ist es dann vor allem im Süden, Klagenfurt mit 28 Grad und Graz auch mit 28 Grad. Die nächsten 24 Stunden im Westen, die Tageshöchstwerte liegen hier bei 24 Grad, aber Sie sehen ja schon, es wird zahlreichen Niederschlag geben. Und im Osten die nächsten 24 Stunden, die Tageshöchstwerte hier bei 25 Grad und es bleibt etwas trockener. Dennoch, es lässt sich heute sehr, sehr gut durchlüften, wenn es bei Ihnen zu Hause schon etwas heißer ist. Heiß wird es nämlich im Westen erst ab Montag kommender Woche wieder. Da stehen dann 30 Grad wieder am Programm und genauso ist es auch im Osten. Aber da wird es sogar noch heißer mit 33 Grad. Und gerade morgen dürfen wir uns noch mal etwas kühlerer Temperaturen erfreuen, denn das braucht es ja auch zwischendurch, wenn man sich nicht jeden Tag im Freibad auch hier abkühlen kann.